Und jetzt freue ich mich ganz besonders, den Rob auf die Bühne zu bitten, der uns einiges erzählen wird. Vor allem hoffe ich, dass er uns Klarheit verschaffen wird über die Wir-Bank. Ich habe die Unterlagen durchgelesen, ich kenne sie nur die aus der Theorie und aus den Unterlagen. Meiner Meinung nach müsste es, weil ich das gelesen habe, funktionieren können. Ja? Auch wenn es fantastisch klingt. Aber der Rob kennt angeblich auch Leute, die das schon praktisch verwendet haben. Und darauf freue ich mich jetzt. Schön, dass du da bist. Danke. Dankeschön, danke, lieber Franz. Danke, lieber Gerhard, für die Einladung. Danke. Ich wurde gebeten, mich relativ kurz zu halten, damit der Michael noch viel Zeit hat, seine Ausführungen zu machen. Warum ich heute hier bin, manche von euch kennen mich, ich beschäftige mich mit der Wiederbeschaffung unserer Werte. Arbeitstitel, das Amt für Wertewiederbeschaffung, das ist nur ein Arbeitstitel bis jetzt. Ich habe also seit einem Jahr ungefähr, mache ich Vorträge darüber, wie wir unsere eigentlichen Werte in Anspruch nehmen können, nämlich jene Werte, die verbunden sind mit der Geburtsurkunde. Ich habe dazu aus dem Englischen übersetzt einige Schuldscheine und hatte auch die Ehre, als Michael Tellinger in Jena heuer seinen Schuldschein präsentiert hat, mit dem er seine Kredite bezahlt hat, diesen zu übersetzen. Ein ganz wertvolles Stück und eine wirklich unglaubliche Sache, dass Michael das der Welt mehr oder weniger mitgeteilt hat. Wir haben das auch bei uns bereits versucht anzuwenden und haben bereits auch erste kleine Erfolge. Unter anderem wurden also Pfändungen von einem Finanzamt zurückgezogen, ja, mit in der Anwendung dieses Schuldscheines. Das ist also in meinen Augen eine große Sensation. Finanzamt zieht so gut wie nie die Pfändungen zurück. Ja. Warum ich hier bin, ich bin also im Laufe meiner Recherchen darauf gekommen, dass es einen wunderbaren Mann nicht nur in Südafrika gibt, wie den Michael Tellinger, sondern auch in England, nämlich den Peter of England. Und dieser Mann hat etwas entwickelt, was ich euch gerne vorstellen möchte. Das ist die Wir-Bank. Die Wir-Bank ist eine Bank, die nach genossenschaftlichem Prinzip arbeitet. Genau, ich muss da jetzt leider ein bisschen runterkommen, weil ich muss auch ein bisschen lesen, damit ich euch das richtig sagen kann. Man muss mich ja nicht sehen, wichtig ist die Information. Also ist nach dem Vorbild der Wir-Bank in der Schweiz kooperativ gegründet worden, ist also eine genossenschaftliche Bank. Wichtig ist, es ist eine private Bank nach Common Law. Ja? Reguliert unter Common Law, Court of Record, in dem Fall Akte Protokoll 75.0181, unterliegt also nicht den Bestimmungen der britischen oder europäischen Finanzmarktaufsichten, arbeitet rein privat. Hat eine Komplementärwährung, eine reine digitale Währung, die RE heißt, ist goldgestützt. Peter of England sagt, er hat einen kleinen Anteil des Dynastiegoldes als Gründungskapital für eine Bank nach Common Law. Eine Bank nach Common Law kann man gründen, wenn man um die 40.000 Silber, Gold oder wertvolle Dollar hat, also sprich richtiges Geld hat. Ja. Das System funktioniert so. Man füllt einen Schuldschein aus über 150.000 Pfund oder 148.000 RE, also rückzahlbar. Und der bildet an sich die Grundlage eures Kapitals, mit dem ihr dann Anteilseigner, und zwar genossenschaftlicher Anteilseigner an der Wir-Bank werdet. Ihr bekommt ein Konto, das mit 148.000 RE gutgeschrieben wird. Der Schuldschein ist rückzahlbar in RE. Ihr könnt es auch im Pfund rückzahlen. Das Witzige dabei ist, weil es gibt Bedingungen auf diesem Schuldschein und da steht oben, dass sich die Wir-Bank das Recht vorbehält, die Schulden zu vergeben. Beziehungsweise gegen einen Beitrag von einem RE. So steht es genau geschrieben. Und das Witzige dabei ist, Peter of England bietet auch an, dass er selbst diesen einen RE bezahlt, wenn man ihn als Referee nach dem, ich glaube, Section 15 des Bill of Exchange Act benennt. Die Anmeldegebühr steht auf 35 Pfund, ist nicht richtig, da sagen ja die ersten monatlichen 10 Pfund dabei, ist eigentlich 25 Pfund und dann 10 Pfund monatlich. Dafür bekommt man ein Scheckheft, mit dem man 5 Schecks pro Monat für seine Ausgaben verwenden kann. Die Funktionsweise näher beschrieben. Ihr seht jetzt da ein Zitat, der Prozess mit dem Banken Geld schöpfen ist so simpel, dass der menschliche Geist das nicht so erfassen vermag. Kenneth Galbraith hat das gesagt, ein Ökonom. Die Wir-Bank ist also eine Energietauschbank, das heißt, sie bietet euch an, gegen eure Energie tatsächlich auch belohnt zu werden, ohne Mittelsmann. Ist genossenschaftlich strukturiert, euer Schuldschein begründet eine Bank, das ist im Übrigen auch schon jetzt im UCC so vorgesehen,
ja, unter eurem Namen und die eben genossenschaftlich, die ist genossenschaftliche Anteilseignerin an der Wirbank. Also ihr seid selbst eine Bank. Sie akzeptiert eure Schuldscheine, damit ihr auch die Einfachheit des Geldsystems verstehen lernt. Gleichzeitig könnt ihr eure eigene Energie für Güter und Dienstleistungen eintauschen. Die Wirbank bietet nur digitales oder Scheckbuchgeld an. Sie ist also eine Dienstleisterin, deren Geschäftsgrundlage auf der Wirksamkeit von Abrechnungen und der allgemeingültigen Recht ist. Die Wirksamkeit von Abrechnungen ist das Wesentliche dabei. Wir haben große Probleme bei den Stroman-Schuldscheinen, dass wir die durchkriegen, also die Wirksamkeit der, oder Durchführung, Wirksamkeit der Abrechnung. Und das gewährleistet die Wirbank, indem wir alle unter einem Dach eigentlich agieren. Ja, das Scheckbuch haben wir schon erzählt. Ihr kriegt 5 Schecks, um Mieten, Raten, Versicherungen, Steuern, Abgaben, Einkäufe und so weiter zu bezahlen. Ihr schafft euer eigenes Geld, weil ihr ja eine Bank seid. Das Scheckbuch ist eigentlich euer eigenes Geld, so wie es eigentlich auch sein sollte. So wie es auch schon längst in den verschiedensten Gesetzen beschrieben ist. Und der Reh kann unter den Teilnehmern als Komplementärwährung verwendet werden, für Tauschzirkel und sonstige Geschichten, und dient aber auch gleichzeitig als Backup, falls das System irgendwann wirklich kippen sollte. Ihr könnt auch alle eure Schulden der Wirbank übertragen, da gibt es dann eigene Agreements dazu, das muss man sich ausmachen, und die Bank wird also diese Schulden übernehmen und für euch ein vorteilhaftes Geschäft aushandeln. Die Anmeldung ist im Wesentlichen recht einfach, ihr geht auf wirbank.com/join. Ganz unten gibt es 3 Felder, die füllt ihr aus mit Vorname, Nachname und eurer E-Mail-Adresse. Daraufhin bekommt ihr sofort eine Bestätigungsmail und da füllt ihr dann das alles aus. Ich werde diese Folien im Übrigen auch zur Verfügung stellen zur Verteilung. Ich weiß nicht, da wird das PDF von mir kriegen. Ich habe es im Gerät schon übermittelt, damit ihr das an euch verteilt. Und verschiedene andere Verteiler, die das haben will, melden sich heute bei mir. Ja? Der Schuldschein schaut so aus. Es ist relativ einfach, gehen wir nochmal zurück. Ihr müsst da herunten eure Sozialversicherungsnummer in einem Feld eintragen, und zwar die durchgeschriebene. Das ist eure persönliche Kennnummer, die unter Punkt 6 auf der Rückseite der E-Card zu finden ist. Das ist aber nichts anderes als eure Sozialversicherungsnummer durchgeschrieben. Mit dieser Nummer und zusammen mit der Wirbank Account Number, also mit der Kontonummer, die aus einem Geburtsdatum und den Initialen besteht, gründet sich dann die Zertifikatsnummer, die da oben steht. Ihr kriegt mit der Mail, der Bestätigungsmail auch eure Kontonummer mitgeteilt und müsst euch das dann selbst in den Schuldschein einfügen. Das ist aber da alles beschrieben, relativ einfach. Nur meinen Namen einsetzen, da oben eure Nummern einsetzen, relativ einfach da, das ist die Sozialversicherungsnummer und da ist in Wahrheit eure Accountnummer, die euch mitgeteilt wird, aus eurem Geburtsdatum und den Initialen bestehen und da unten eigentlich nur mehr unterschreiben. Ihr braucht 2 Zeugen. Die Zeugen schreibt ihr dann auf der Rückseite des Schuldscheines hinten oben auch hin mit Adresse bitte. Das schickt ihr dann den Peter Finger, die Adresse kriegt ihr im Mail, plus die Anmeldegebühr und die Monatsraten, wenn geht in Bar, nicht wenn geht, sondern in Bar. Peter Finger betreibt keine Konten, was auch Sinn macht, weil man würde es ihnen sonst abdrehen und man könnte das Ganze nicht durchführen. Das heißt, es muss bar geschickt werden. Am besten gleich das Ganze, den ganzen Jahresbeitrag. Das sind also insgesamt 145 Pfund. Ja, der Schuldschein war mir Sicherheitscheck, er ist zahlbar nach 10 Jahren, kann also nicht vorher eingefordert werden. Die Bedingungen, es kann also als Finanzhandelsinstrument verwendet werden, wenn das so ist. Das ist ähnlich wie bei Michael Bellinger. Auch auf dem Schuldschein steht dann erwischt die gegenständliche Verpflichtung im Vertrag, im Schuldschein. Es gibt außerdem eine Bedingung, die der Peter auf England anbietet. Im Fall einer Uneinbringlichkeit der Schuld behält sich die Wirbank das Recht vor, in absoluter Diskretion gegen einen Symbol, der von einem Reh, vom Unterzeichner oder dessen Vermögen oder vom Peter auf England, der als Schiedsrichter im Notfall genannt wird, unter Sektion 15 Bills of Exchange Act 1882 die Schuld zu vergeben. Und außerdem besteht die Möglichkeit, die Schulden über die Gutschriften der Wirbank, über Gutschriften der Wirbank abzugelten, indem ihr einfach nachweist, dass ihr soziale Dienste an eurer Gemeinschaft, Kinder in die Schule geführt habt, Kinder betreut habt, irgendwelche älteren Leute betreut habt und so weiter. Wenn ihr das nachweisen könnt, dann vergibt euch bitte auf England ebenfalls die Schulden, schreibt sie auf euer Kontobuch. Also da geht es darum, dass ihr eure Energie aus diesem Schuldgeldsystem, Sklavensystem rausnehmt.
Jeder, der Kinder hat und irgendwelche anderen Kinder in die Schule führt, kann sich das bestätigen lassen und schickt das den Peter und der scheitert dann eine Stunde gut. Ja, die Durchsetzung dieser Schuldscheine, wir haben also bereits erste Erfahrungen in Österreich. Das wird akzeptiert von den Banken. Das Clearing-Verfahren einer Bank ist relativ einfach. Die ausstellende Bank eines Schuldscheins oder einer Banknote muss diesen wieder zurückbekommen. Das ist so verfügt in allen Gesetzen und auch intern in den Banken. Das heißt, eine Bank muss einen Scheck oder eine Banknote einer Bank immer akzeptieren und daher werden die Clearings meistens auch durchgeführt. Sollte es Probleme geben, haben wir da ein paar Möglichkeiten, wie man das umgehen kann, damit man also erstens einmal feststellen kann, dass man das Zahlungsmittel abgeschickt hat, immer eingeschrieben schicken, immer mit Zeugen. Am besten direkt hingehen, mit Zeugen filmen, bei der Post einsackeln, damit irgendwas nichts passieren kann. Wenn man es schicken will, sollte man es überhaupt schicken, immer an den CEO, also an die Generaldirektion oder an, an den Finanzvorstand bei größeren Banken, also sprich jetzt eure Kreditzahlungen oder Ratenzahlungen von Krediten und so und dergleichen. Wenn es eure Hausbank betrifft und sie nehmen das Zahlungsmittel nicht an, dann wiederum an die Generaldirektion schicken, alle Dokumente ausnahmslos eingeschrieben mit Rückschein, ja, das gibt es bei der Post, muss man sie holen, und eben mit Zeugen abschicken, ohne Ausnahme. Man kann auch direkt in Generaldirektionen fahren und dort direkt abgeben. Der Einlaufstelle ist aber relativ schwierig. Sollte da Erhalt also bestritten werden, habt ihr Gegenbeweise, wenn ihr Zeugen habt und gefilmt habt, dann Banken müssen diese Schecks zum Clearing präsentieren. Es gibt keine Diskussion darüber, das ist Gesetz. Eine Nichtannahme bedeutet in Wahrheit die Verunmöglichung eines Vertrages oder einer Erfüllung eines Vertrages und da ist der Vertrag ungültig, weil ihr bietet ein gesetzliches Zahlungsmittel an. Ja, auch der Punkt durchhalten, Gericht, Anzeigen, notarieller Protest, wie das im Genauen ausschaut, werden wir noch erarbeiten. Ich habe da jetzt noch eine Reihe von Fragen, wenn also wirklich das Zahlungsmittel abgelehnt wird, wenn also sehr oft passiert, dass irgendwelche Behörden sagen, wir akzeptieren nur gesetzliche Zahlungsmittel in Form von Euro, beziehungsweise Überweisung, das ist ja auch das Beste. Peter of England hat ein paar Fragen gestellt, auch ich stelle diese Fragen immer wieder, die man dann den Behörden oder Banken fragen kann. Die kann man formulieren und ist also, wenn gesagt wird, es werden nur gesetzliche Zahlungsmittel angenommen, dann muss man natürlich schon die Frage stellen, ist das Wechselgesetz 1955, Checkgesetz 1955 und AWGB in Österreich Gesetze oder nicht, also gültige Gesetze, ja oder nein. Ist ein Schuldschein auch eine Banknote oder kann eine Banknote ein Schuldschein sein? Oder kann eine Banknote sein, ja oder nein? Ist eine Banknote, wie zum Beispiel von der EZB, BOE, also Bank of England, herausgegeben, gesetzliches Zahlungsmittel, ja oder nein? Wenn eine Banknote gesetzliches Zahlungsmittel ist, dann ist ein Schuldschein speziell im Hinblick auf das Wechselgesetz ebenfalls ein gesetzliches Zahlungsmittel, ja oder nein? Akzeptiert die Bank oder Behörde Schuldscheine als eine Form der Bezahlung? Banknoten sind Schuldscheine, also sie akzeptieren ja immer Schuldscheine als Bezahlung. Wenn ein Scheck bezogen auf ein valides, vollstreckbares Zahlungsmittel ist, ist dann ein Schuldschein nicht ein ebenso effektives gesetzliches Zahlungsmittel, ja oder nein? Dazu noch einige Erklärungen. Ein Gläubiger ist in keiner Weise in der Position zu bestimmen, ausschließlich gesetzliche Zahlungsmittel in Form von Banknoten oder Bargeld bezahlt zu werden, da gar nicht genug Bargeld da ist. Wie uns Franz Hörmann auch immer wieder eindrucksvoll bestätigt. Ja. Das heißt, in Form von Banknoten, das heißt, 99% aller Finanztransaktionen werden heute in Form von Scheckbuch, Giralgeld oder eben Übertragung von monetären Kontoeinheiten in digitaler Form getätigt, also Online-Überweisungen, Überweisungen, egal ob Papier oder digital, sind also gedeckt durch Versprechen der Bank zu bezahlen. Das heißt, wenn wir diese Schecks anwenden, ist das nichts anderes. Da verspricht eine Bank zu bezahlen, die müssen das annehmen. Wenn Online-Überweisungen akzeptiert werden, müssen also auch Wechsel und Schecks und Schuldscheine akzeptiert werden. Wenn durch eine bestehende Unmöglichkeit der Vertrag nicht erfüllt werden kann, weil wir das nicht akzeptieren, wir bieten jetzt verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an, die gesetzlich sind, dann gilt der Vertrag nicht. Ja? Würde man Schecks, Schuldscheine und Wechsel, die täglich millionenfach die Hände wechseln, verbieten oder nicht akzeptieren, wäre das Bankensystem innerhalb von Sekunden erledigt. Das ist die Grundlage der Banken. Schecks, Wechsel, Schuldscheine, Papierüberweisungen wird täglich millionenfach gemacht. Ja, und mit der Nichtannahme eines solchen Zahlungsmittels wird Liquidität verhindert. Wir geben den Banken Liquidität in die Hand, auch den Behörden. Das heißt, sie können ihre Gehälter zahlen, sie können damit weiterarbeiten. Ja, Liquidität ist das, was ihnen fehlt zurzeit.
Und dann noch ein Schluss am Schluss, die Bundesabgabenordnung, es wird immer wieder darauf hingewiesen, vor allem das Finanzamt weist darauf hin, dass die Bundesabgabenordnung es verbietet, mit Schuldscheinen oder Wechseln zu bezahlen, und die Bundesabgabenordnung ist eine Ordnung. Das Wechselgesetz und das Scheckgesetz sind Gesetze, die stehen also über einer Ordnung. Die Bundesabgabenordnung widerspricht daher dem Wechselgesetz, dem Scheckgesetz, auch dem ABGB, das in 1428 unsere Schuldscheine regelt. Das ist also eigentlich verfassungswidrig und es gibt nichts zu diskutieren dabei. Ja? Außerdem gibt es also internationale Verträge, die den Scheck und den Wechsel behandeln, wie zum Beispiel das UN-CITRO, ja, das ist das Abkommen der UNO über die gegenseitige Anerkennung von indosierbaren Wertpapieren. Und außerdem die internationale Vereinbarung über das einheitliche Wechselgesetz zu Genf 1931. Das ist ein internationales Gesetz, das unser Wechselgesetz und Scheckgesetz begründet und in Kontinentaleuropa, Südamerika und einigen anderen Ländern gilt, also über EU-Recht noch steht. Das war in Kürze die Vorstellung der Wirbank. Wenn es interessiert, Gernot wird es ausschicken, braucht euch bitte ein. Ihr findet alle Dokumente und erwähnte Links in der Videobeschreibung. Falls da noch welche fehlen, bitte mir zusenden. Updates und Aktualisierungen werden ebenfalls hinzugefügt. Jeder Video- oder Audio-dokumentierte Erfolg könnt ihr mir zuschicken unter deutschinger@gmail.com, die auch hier veröffentlicht werden. Und noch immer gilt, weiter wie bisher ist keine Option.